Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rise of the Tomb Raider. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier stehen geblieben bin. Und da ist eine Ratte. Okay, die kann ich irgendwie nicht treffen. Ich bin nämlich richtig mit griechischem Feuer. Gut, es sind ja so viele. Ich habe gerade nicht gehört, was du gelabert hast, aber kann ich hier... Oh. Ich kann das anschießen, auch gut. Aber ich nehme den Bogen. Oh. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das aufmachen. Ja. Auch gut zu wissen. Hier ist wieder ein Riesenrätsel, das mich hier erwartet, nehme ich an. Was kann ich hier machen? Habe ich überhaupt genug Pfeile? Alter, wie geil. Dann kann ich da doch so machen und dann das da dranhängen, oder? Ich würde das niemals da reinstechen, aber okay, sie macht's scheinbar. Schieben, drücken, was? Okay, ich schieb's mal einfach. Kann ich da drauf jetzt langlaufen? Nein, scheinbar nicht. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Welchen Weg denn? Hä? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Welchen Weg denn? Was, von was redest du? Wo bin ich hier überhaupt? Hier gibt es noch mehr zu tun. Ach so. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Okay, dann gehe ich diesen Weg zurück, welchen Weg auch immer sie meint. Aber ich habe hier angefangen, also gehe ich mal hier einen Weg zurück. Kann ich hier was anzünden? Keine Ahnung. Ist mir auch relativ egal. Sie waren wohl stets für den Krieg gerüstet. Hä? Warum redest du? Ich habe doch nichts gemacht. Man muss diese Gefäße irgendwie mit dem Kahn anheben können. Da vorne liegt was. Das will ich aufheben. Oh, Geld. Ist auch schön. Mit was soll ich das? Man muss diese Gefäße irgendwie mit dem Kahn anheben können. Mit welchem? Ah, mit dem... Ah, welchen Weg soll ich denn zurückgehen? Muss ich da hoch? Nein, da komme ich nicht hoch. Hä? Okay, dann springe ich einfach mal hier rüber und schau mal, was es hier so gibt. Naja, gut. Ich bin nicht hier. Man muss diese Gefäße irgendwie mit dem Kahn anheben können. Mit dem Karren? Mit dem Kran. So, dann mache ich es einfach mal hier. Hat nicht funktioniert. Okay. Aber wenn ich hier lang gehe, dann motzt sie ja wieder. Hier gibt es noch mehr zu tun. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Ich laufe jetzt einfach mal weiter und schau, was mich so, sonst noch hier so erwartet. Oh. Da oben stirbt ein neues Basislager. Wo, bitteschön? Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Ja, dann such du mal. Ah, endlich kann ich mal so ein Überlebensversteck plündern. Vor einer Minute war er noch am Leben und... Oh fuck, die könnten überall sein. Wir sind hier drin mit denen gefangen. Kannst du mich nicht sehen? Bist du blind oder so? Junge. So, der ist weg. Sie sind im Wasser, sie sind hier. Wer ist hier? Zack, weg ist er. Und du auch, Junge. So, bleib liegen. Leg dich zu deinem Mittagsschläfchen hin. Hast ja eh nichts Besseres zu tun. Ich muss sie nur finden. Ach so, bist du wirklich einfach, hast mich verlassen. Na toll, danke schön. Ja, genau, hau ab. Ich will dich sowieso nicht haben. Was ist denn das da? Oh Gott, es wird ja hier noch ziemlich. Achso, ich muss da vorne hin.
Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Ach nein, echt? Du laberst wirklich die ganze Zeit einfach nur das Gleiche. Wie, hängt deine Platte oder was ist los? So, hier machen wir mal die Tür auf. Ah, hallo, guten Tag. Ein goldenes Pferd, warum auch immer. Oder warum auch nicht. Okay. Es muss noch mehr Ah, da ist noch Gold. Ja, babbel mal nicht so viel. Darf ich jetzt nicht mehr das aktivieren? Ich bin hier oben. Ich muss wirklich die ganze Statue da. Da drin sind noch mehr Gefäße. Ich kann sie bestimmt herausziehen. Ja, dann zieh mal. Hier komm ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Was? Hä? Ich bin irgendwo gespawnt, wo ich mich nicht auskenne und weiß nicht, wie ich weiterkomme. Kann ich da... Kann ich da wirklich alles voll machen? Achso, ein Seil kann ich hier verschießen. Will ich aber gar nicht. Ich will jetzt erstmal schauen, was... Wo muss ich denn hin? Hier stehen Gefäße mit griechischem Feuer. Ich muss sie nur näher an die Statue bewegen. Ja, gut. Okay. 6.5 hours later. Kann ich die... Das sollte den Weg etwas freimachen. Okay, warum hast du dann vorhin gesagt, dass wir hier nicht weiterkommen? So, und jetzt? Jetzt geht's hierher, da brennt alles. Hier komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Ja, wieso? Du kannst Wenn nicht... Ich das Wasser irgendwie nutzen könnte. Du willst jetzt das Wasser höher machen, oder wie? Oder was? Hä? Nein, das macht nur Feuer. Mhm. Ich muss es vom Feuer fernhalten. Vielleicht kann ich es irgendwo befestigen. Ja, okay, dann befestige du mal. Ich krabbel jetzt erstmal hier rüber. Und hier gibt's überall Gold. Wie geil ist das? Überall, wo ich hinkomme, gibt's Gold, Gold, Gold. Oh Gott. Aua. Alter, jetzt muss ich das hier aufmachen, mich hier herstellen und dann zielen und treffen. Komm, schnell. Bitte nicht zum Feuer, bitte nicht zum Feuer, bitte nicht. Oh ja, jetzt hab ich's. Ich hab's gelöst, yay. Ich muss jetzt nur hier durchschneiden, komm. Ja, F. So, jetzt hinterher, schneller. Es hat geklappt. Ich muss es nur losschneiden. Du hast schon losgeschnitten. Du musst nur noch anzünden. Yay, es brennt. Und die Statue kippt um. Eigentlich wäre die jetzt schon umgekippt. Huiuiuiui. Ich kann hier drin schwimmen. Hätte ich auch nicht gedacht. Und diese ganzen Ratten, die sind so toll. Oh ja. Oh. Lagerfeuer. Ein Fähigkeitspunkt. Wuhu. Ja gut, mache ich das hier. Zack, habe ich das. Ja, die Waffen upgraden. Brauche ich nicht. Ich bin eh zu gut. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ach nein, echt? Dafür musst du da hinten hin, in diesem riesigen Areal. Eieiei. Aber wie bekomme ich jetzt diesen... Man muss diese Gefäße irgendwie mit dem Kran anheben können. Ja, das ist so eine Frage, nur... Was ist da? Ich glaube, ich muss da irgendwo hoch. Komme ich hier irgendwo hoch? Was ist denn das da? Das ist irgendwas Großes, Geiles, hoffentlich. Ach, vielleicht muss ich den jetzt drehen. Oder?
Kann ich das noch drehen? Komm. Nein, geh ins Wasser, bitte. Hier, bitteschön. Die Bänder, die sind aber auch richtig geil. Die gehen durch Stein und alles. So, und jetzt? Dann drehe ich ihn einfach, komm. Dreh dich, mein kleiner Freund. So, jetzt muss ich nur noch losschneiden. Sollte doch eigentlich reichen, oder? So, komm, abschneiden und ab ins Wasser mit dir, du Kackfass. Kackpratzenfass. Und du wirst brennen. Oh, wir haben die komischen Viecher gesehen. Ah, ich wusste, dass das explodiert. Das war voll voraussehbar. Alter, hier. What? Achso, da geht's hoch. Natürlich sind die Soldaten nicht so sportlich, deswegen kommen die alle nicht hier raus. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hoi. Ich habe einfach die Taste vergessen. Und wer war hier und hat das Ganze... Oh nein. Was? Oh, das explodiert doch alles. Und was reden die eigentlich für eine komische Sprache? Zack. Hier rüber. Hoi. Wer hat jetzt nochmal die Holzdinger hier alle aufgestellt? Ich vergesse dauernd diese verkackte Taste. Komm, spring! Oh. Wow. So viel dazu, dass Lara die ganze Zeit dasselbe sagt. Hört mal genau hin. Ja. Spring und... Oh. Schneller, krabbelt schneller. Ich bin draußen, aber da wartet doch definitiv... Aua. Oh, ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. Oh. Hier wartet doch definitiv dann... Ich habe das Seil geworfen. Aber schön klares Wasser. Oh. Das ist toll. Jacob, ich hab's geschafft. Oh, ich bin draußen. Lara, Gott sei Dank, es geht Ihnen gut. Bringen Sie den Atlas zu mir in unser Observatorium in den Bergen. Schon unterwegs. Übrigens, mir ist aufgefallen, in der letzten Folge habe ich dann so gesagt, oh, ich habe so ein Tauchgerät im Mund stecken und kann ich damit unendlich tauchen? Fragezeichen. Und dann kam einfach rechts neben so ein kleiner Text, wo gestanden hat, dass ich unendlich mit tauchen kann. Darauf habe ich natürlich nicht geachtet. So schlau wie ich bin. Oh, ja. Muss ich jetzt einfach da lang tauchen? Ist doch kein Problem mehr mit meinem Atemgerät. Und ich bezweifle, dass es schon vorbei ist. Zweifle sehr stark. Ja, ich dachte gerade, jetzt bleibt sie da stehen. Oh, cool, jetzt wird's spannend. Aber nein, das war nur, weil ich scheiße gelaufen bin. Ja, toll, dankeschön. Oh, eine Wandtafel. Dies erinnert an den Aufbau einer großen Stadt. Klar. Kitesh. Oh mein Gott, what ein Mainblow. Kitesh. Lara, bist du da oben? Jonah, bist du das? Kleiner Vogel, du bist am Leben. Ich wusste es. Mein Gott. Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben. Du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben?
Ich sagte doch, ich hätte dir den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Aha, der kennt jetzt auch Jacob. Und ich wusste doch, dass es den noch gibt. Und ich habe da, glaube ich, gerade ein Auge von Lara gesehen. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Naja, egal. Wo bin ich hier? Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ja, ich bin hier oben. Da bin ich nie hingekommen. Da wollte ich immer hinkommen, aber bin ich nicht. Oh, wie cool. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Wuhu. Aber dass der sich auch mal wieder meldet. Da oben. Gibt es noch irgendwas? Und hier ist noch eine Kiste. Da weiß ich aber nicht, wie ich hochkomme. Deswegen lasse ich es jetzt einfach mal. Hallo. Lara, gut, dass Sie noch bei uns sind. Die Eindringlinge sind über das ganze Tal verteilt. Aber wir drängen sie zurück, wo wir können. Wir können ihre Hilfe immer brauchen. Wir wissen, dass wir... Ja, wir wissen, dass wir auf... Vertrauen können. Ja, danke schön. Und Cheerio! Wuhui. Das was... Halt. Das will ich. Da oben. Bam! Ha. Das wollte ich noch machen. Und da gibt es auch noch Lesedinger, aber ja, habe ich gerade wirklich keine Lust drauf. Keinen Nerv. Wenn es euch interessiert, dann schreibt es in die Kommentare, dann mache ich's. Irgendwie. Aber mich interessiert es gerade gar nicht. Ah, da muss ich hin. Wir müssen ins Observatorium. Mhm. So nennt man das heutzutage. Aber der Atlas, das ist einfach nur so eine Kugel. Was will man damit? Wenn ich so eine Ausdauer hätte, so einen Berg hochzurennen wie Lara. Hey, dann wäre ich ja richtig stolz. Auf meine Fitness. Ich hätte da nicht runter müssen, ich hätte einfach rüberlaufen können, oder? Ja, natürlich. Du siehst furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für Erfolg getan hast. Lara, schön dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Da. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Unglaublich. Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter.
Halt! Das reicht. Kitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis? Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Lara! Oh nein! Wir haben nicht viel Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn Sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen Sie hier sind? Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen, aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Ein sehr krasser Zufall, mag ich so am Rande erwähnen. Ja, ja. Jonah. Halte durch. Sophia, bist du da? Lara, geht's dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Ich nehme an, da bekomme ich die Kletterpfeile. Ja. Jetzt gehe ich nur gerade zu dem Lagerfeuer und dann war es das auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mal einen Kommentar da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Hallo? Von wo kann ich die? Achso. Na super. Ja. Ja, das sage ich doch. Die Kletterpfeile. Linke Maustaste. Mhm. Sie haben jetzt Jonah und den Atlas. Aber wenn Sie glauben, dass er etwas weiß, lassen Sie ihn vermutlich noch am Leben. Ich kann nur hoffen, dass Jonah durchhält, bis ich ihn finde. Ich muss ihn zurückholen. Ich lasse ihn hier nicht sterben. Halte durch, Jonah. Ich finde dich. Cheerio und noch einen schönen Abend.